So, und da bin ich wieder. Diesmal starten wir unserem allerbesten Freund Leonardo da Vinci einen kleinen Besuch ab und mal gucken, was der so Schönes für uns parat hat. Hier ist ein Aussichtspunkt. Den will ich natürlich haben. Den will ich haben, den muss ich haben. Mal gucken, wie weit ich überhaupt komme. Nein, da komme ich schon mal nicht. Das sieht aus wie Einkerbungen. Ja, genau. Aber da komme ich auch nicht weiter. Da ganz toll. Da komme ich weiter. Das ist super. Boah, nur bis da. Da kann ich auch nicht rum. Ah, hier kann ich. Nein. Nein. Jetzt kommst du da nicht. Doch, jetzt kommst du da rum. Gut, dann gehen wir jetzt mal dahin. Nein, da nicht, aber da. Wieso kommst du da nicht weiter, hä? Ja, so kommst du da bestimmt nicht weiter, das ist klar. Jetzt kommst du da weiter. Nein! Ach du meine Güte. Ah, ich kann diesen riesengroßen Sprung noch nicht... Nein! Na, wenigstens ist nichts Großartiges passiert. Ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt machen wir erstmal Leonardo da Vinci. Okay, hier ist Sackgasse. Was? Nein. So. Also ein bisschen die Straßen von Venedig kennenlernen. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraucht. Ja, schön für dich. Da ist ein... Was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen? Ich habe doch gar nichts verbrochen. Mehr! Was ist denn... Ich hasse euch, widerliche Fremdlinge! Denkt immer, dass ihr es besser wisst! Besser! Was willst du, hä? Gib mir dein Geschick mit dem alten Trick vom Capo! Keiner trifft die oder was? Wow! Hallo? Ich will doch nur meinem Freund Leonardo einen Besuch abstatten. Ist das zu viel verlangt? So. Boah, verpiss dich, Bade! Ich krieg gerade richtig eins auf Fressbrett! So, du bist Asche! Na?
Schicksal. Was auch immer du bist, keine Ahnung. Oh, ich bin immer noch anonym. Das ist gut. Danazione, das ist mir zu heiß. Unglaublich, ihr könnt doch nicht einfach tun, was euch beliebt. Was? Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Im Moment nicht, danke. Aber was ich brauche... So, der müsste doch hier irgendwo sein, oder? Hier müsste der sein. Ja, genau. Ich brauche deine Hilfe, Freund. Funktioniert's? Was? Was willst du wissen? Funktioniert es, Leonardo? Kann es wirklich fliegen? Ich weiß nicht. Es ist nur ein Modell, eine Idee. Es ist noch nicht fertig. Hast du es versucht? Nein, viel zu gefährlich. Um es zu testen, muss man von einem Turm springen. Wer wäre verrückt genug, sowas zu tun? Leonardo, ich glaube, du hast einen Verrückten gefunden. Ja, das glaube ich auch, dass er den Verrückten gefunden hat. Ezio, die Spielfigur, und ich, der Macher. Also der Macher in dem Sinne, der es dann tut, ne? Also, wie funktioniert es? Hast du je einen Vogel im Flug beobachtet? Es geht nicht darum, leichter zu sein als Luft. Es geht um Anmut und Balance. Du musst dein eigenes Körpergewicht einsetzen, um Auftrieb und Richtung zu steuern. Viel Glück, Ezio. Okay, ouch. Bong. Das ist lächerlich. Der Palazzo ist zu weit weg. Ich kann's nicht glauben. Es klappt, es klappt. Du bist geflogen, Ezio, geflogen. Sieh, aber nicht sehr weit. Nun, was hast du erwartet? Die Maschine ist nicht für lange Strecken gedacht. Bitte, gut. Lass mich die Pläne überarbeiten. Vielleicht finde ich einen Weg, um die Dauer des Fluges zu verlängern. Ezio, meine Männer sagen, dass Carlo das Gift hat. Sputen wir uns. Antonio, das ist Leonardo, der große Erfinder. Das ist sein... Ezio di merda. Hey, das war kein Fehler der Maschine, sondern meiner. Ich habe meine Pläne wieder und wieder überprüft. Es ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie man den Flug verlängert. Ah, eine verrückte Idee. Heurika! Natürlich! Genial! Was macht er jetzt? Hitze steigt auf. Es braucht Feuer. Heiße Luft unter den Flügeln lässt die Maschine aufsteigen. Leonardo, was soll denn ein Feuer schon bringen? Nicht ein Feuer, Ezio. Ein Dutzend in der ganzen Stadt verteilt. Das reicht, um dich den ganzen Weg bis zum Palazzo Ducale zu tragen. Wie? Ah, capisco. Meine Männer könnten das tun, aber ihr vergesst die Wachen. Keine Sorge, die erledige ich schon. Ich befehle, dass meine Männer sich hinter euch sammeln und die Stellung halten. Sie entzünden die Feuer, wenn die Sonne über San Marco untergeht. Also das Spiel wird ja von Mission zu Mission immer geiler. Okay, die vier Orte säubern, in denen bla bla bla. Huch! Halt, da ist was.
Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und ihr habt keinen Bock mehr. Danken die mir? Kann einer von euch Italienisch? Oder verabscheuen die mich? Ich brauche meine Ruhe, also. Psst. Soll's da nicht runterfallen? Psst. Wen sollt hier Platsch? Oh. Tja, dann bleibt mir nichts anderes übrig als mal einen kleinen Sprung hier und so, ne? Jaha! Nein, diesmal habe ich aber keine Lust, unter einem Boot herzuschwimmen. Wie war das? Oh. Du hast doch gar keine Schnitte gegen mich. Du kannst noch so viel Rüstung tragen. Presto, presto! Was glaubst du, wo du bist? Niemand soll sagen, die Maschine in Venedig hätte nur untätig zugesehen und seine stolzes Blut in den Not im Stich gelassen. Du wirst gleich schwimmen gehen, ich schwöre es dir. Wir beide gehen schwimmen. ja. Ich wollte gerade sagen. Was für ein Athlet. Wie Athlet? Ich bin aus dem Wasser. Na egal. Und auch noch hier. Hier gibt es fantastische. Ihr habt hier nichts verloren. Das ist mein Bezirk. Und ihr solltet. Wette, dass ich hier was verloren habe? Oha. Oha. Autsch. Alter! Moment! So, und... jetzt! Kann's weitergehen. So, ihr kommt alle dran. Vincenzo sollte mich schon vor einer Stunde ablösen. Meine Frau wird mich umbringen, wenn ich wieder das Essen verpasse. Was kümmert dich? Stich, geh einfach. Schließlich bewachen wir nicht den Dogen. Guten Tag. Einmal. Kommt der Tod zu dir. Wetten nicht?
Was haben wir denn hier? Oh! Das nenne ich doch mal nice! Na, dafür habe ich doch gerne mal diesen Ritt hier nach oben gemacht. Okay, die nächsten bitte. Da sind sie, alles klar. Tja. Und das Trüchen, das nehmen wir auch noch mit. Ich habe eine Frage. Na gut, stirb. So. Und da hinten sind schon die nächsten. Einer läuft gerade. Ach, das war ja nur der eine, okay. Mal gucken, ob ich den jetzt... Geht doch. Bekanntheitsgrad ein wenig verringert. Was? Warum sind die denn jetzt auf einmal... Hä? Hä? Wie habt ihr das gemacht? Sind die oben? Nein! Ach, schon wieder so ein Epic Fail. Absurd. Hat er sie noch alle? Du sollst da hoch, danke. Ja, die sind da oben. Autsch. Bis du deinen Pfeil wieder aufgeladen hast, ne? Gute Nacht. Aua. Na super. So. Und du bist der Letzte. Oder vielleicht auch das Letzte. Man weiß es nicht. Oh, hier ist der Fehler. Und da oben war noch eine Truhe, die ich gesehen habe, glaube ich, so im Augenwinkel. Wenn ich jetzt wüsste, wo das war. Da! Naja, 526, immerhin. Nein. Okay, rein in das kühle Nass. Nein, aber bei dir gleich. Welchen Teil deines Körpers soll ich zuerst? Diese Kreatur, lass ab von mir! Huch! Wenn sie seine...
So. Lass mich in Ruhe. Und damit endet die nächste Aufnahme. Muhaha. Ich sag mal, bis gleich.